Artikelnummer SCP-1696, Objektklasse, sicher, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-1696 wird im Forschungs- und Entwicklungslabor von Standort 17 aufbewahrt. Für alle Versuche mit SCP-1696 ist eine Genehmigung der Stufe 3 erforderlich. Nach Vorfall K-1696-3 sind Experimente, die die Nichterhaltung einer negativen Baryonenzahl beinhalten, nicht mehr zulässig. Beschreibung: Bei SCP-1696 handelt es sich um eine Box aus einem unbekannten durchsichtigen Polymer mit einem Volumen von einem Kubikmeter sowie um eine Art Fernbedienung mit 12 verstellbaren Zählern sowie den Tasten Stopp, Start und Reset. Die Verpackung beschreibt den Artikel als Dr. Wondertainments kleiner Urknaller und impliziert, dass es sich um ein Upgrade von Dr. Wondertainments Universum in einer Kiste handelt. Letzterer Artikel befindet sich derzeit noch nicht im Besitz der Foundation und per Einsatzanordnung 1696-3 ist jedes gefundene Exemplar sofort in Verwahrung zu nehmen. Wenn ein Parametersatz auf der Fernbedienung ausgewählt und dann die Starttaste gedrückt wird, wird aus einer Singularität innerhalb der SCP-1696-Box ein neues Universum erzeugt, in welchem die gewählten Parameter gelten. Die Stopp-Taste friert jegliche laufende Aktivität ein und die Reset-Taste löst das bestehende Universum auf, sodass der Benutzer neue Parameterwerte auswählen kann. Derzeit steht eine Erforschung der Ähnlichkeiten der Funktionsweisen von SCP-1696 und SCP-3049 noch aus. Das Universum innerhalb von SCP-1696 wird mit einer Skala dargestellt, auf der 1 Meter 9,2 x 10 hoch 11 Lichtjahren entspricht. Die Expansion des entstandenen Universums läuft beschleunigt auf einer Zeitskala ab, auf der ein Tag 1,965 Milliarden Jahren entspricht. SCP-1696 benötigt nach etwa 150 Durchläufen ein Nachfüllen von Redigiert. Der Verpackung liegt für diesen Zweck eine Karte zur Nachbestellung bei. Obwohl die auf der Karte genannte Adresse nicht existiert, konnte die Foundation bereits zweimal erfolgreich Nachschub an Redigiert. Bestellen. Das Anrufen des technischen Supportdienst von Dr. Wondertainment konnte keine wesentlichen Informationen über das Unternehmen liefern. Die Telefonate konnten nicht geortet werden und alle Fragen über das Unternehmen, seine Angestellten oder andere Dr. Wondertainment Produkte wurden ignoriert. Die Box, in welcher sich SCP-1696 abspielt, konnte bisher weder geöffnet noch zur Probenentnahme beschädigt werden. In dieser Hinsicht ähnelt die Box dem Außenmaterial von SCP. In diesem ungeöffneten Zustand erwies sich die Box bisher als bruchsicher, immun gegen Strahlung und jeglichen Temperaturen, welche die Foundation zu produzieren in der Lage ist. Anhang: Die folgende Anleitung lag SCP-1696 bei. An alle jungen Physiker da draußen, wer braucht schon einen riesigen Teilchenbeschleuniger? Mit Dr. Wondertainments kleinem Urknaller, eingetragene Handelsmarke, könnt ihr eure eigenen kleinen Universen in der Gemütlichkeit eurer eigenen vier Wände erschaffen und damit herumexperimentieren. Stellt einfach die Parameter ein und drückt auf Start. Knall! Ihr habt gerade euer eigenes Universum erschaffen. Drückt auf die Stopptaste, um es genau zu beobachten, oder lasst es einfach weiter expandieren. Wenn euer Universum nicht unterhaltsam genug ist, drückt einfach Reset und startet von vorne. Dr. Wondertainments kleiner Urknaller, eingetragene Handelsmarke, verwendet ihr am besten in einem dunklen Raum zusammen mit der mitgelieferten Hyperzoom-Brille von Dr. Wondertainment, eingetragene Handelsmarke. Euer Dr. Wondertainments kleiner Urknaller-Set, eingetragene Handelsmarke, erlaubt euch wie bereits bei unserem Vorgängerprodukt Dr. Wondertainments Universum in der Kiste, eingetragene Handelsmarke, folgende Parameter einzustellen. N. Das Verhältnis zwischen der Kraft der Gravitation und der des Elektromagnetismus. Epsilon. Stärke der Kraft, die Nukleonen in Kernen aneinander bindet. Omega. Relative Bedeutung der Gravitation und der Expansionsenergie im Universum. Lambda, kosmologische Konstante. Q, Verhältnis der Gravitationsenergie, die benötigt wird, um eine große Galaxie auseinanderzuziehen, zu dem Energieäquivalent ihrer Masse. D, Anzahl der räumlichen Dimensionen in der Raumzeit. Außerdem brandneu 6 weitere Parameter zum Einstellen. Daten gelöscht. Warum versucht ihr nicht eine Kopie eures Universums mit eurem kleinen Urknaller, eingetragene Handelsmarke, zu erstellen? Stellt hierfür einfach die Fernbedienung auf Daten gelöscht und es wird nur eine Woche dauern. Zur zusätzlichen Sicherheit wird die Expansion eures Universums automatisch gestoppt, wenn sich seine äußere Grenze 5 cm vom Innenrand des Behälters befindet. Um Interferenzen mit den automatischen Sensoren zu vermeiden, solltet ihr Magnete nicht näher als 1 Meter Dr. Wondertainments kleinen Urknaller, eingetragene Handelsmarke, heranbringen. Vorsicht! Nicht empfohlen für Kinder unter 9 Jahren.
versuchten nicht Dr. Wontertainments kleinen Urknaller, eingetragene Handelsmarke, zu öffnen, verwendeten nur original Nachfüllpackungen, Schläuche und Anschlüsse von Dr. Wontertainment für dieses Produkt. Dr. Wontertainment ist nicht verantwortlich für die Freisetzung von Plasma, Antimaterie, dunkle Materie, Strahlung, bekannte und unbekannte Sorten oder Supertomarateilchen, einschließlich Quarks, Neutrinos und Higgs-Bosons. Bei lokalen Quantensteuerungen außerhalb des Behälters wenden Sie sich bitte an den technischen Support unter Renegiert. Produktion von fühlenden und unintelligenten Wesen benötigt eventuell eine Genehmigung in Ihrer Region.